Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Heute geht's weiter. Nicht mit dem, was ich eigentlich geplant hatte, sondern mit einem kurzen Zwischending. Und zwar wollte ich ja heute in den Termitenhügel gehen. Allerdings habe ich gesehen, diese Termiten, die sind schwach gegen Stechen und salzig. Und ich hatte mir ja noch so eine Stechmückennadel gemacht und die wollte ich ja hoch pushen mit dem Effekt salzig. Aber ich dachte mir, warum mache ich nicht gleich diesen Speer? Und für diesen Speer brauche ich nur noch Rost. Deswegen dachte ich mir, ich spink's mal hier in dieses neue Gebiet rein. Eventuell gibt es hier irgendwas, wo ich schon leicht hinkomme, wo ich Rost finden kann. Ich hätte natürlich auch einen Scanner nutzen können, aber da war ich schon unterwegs dann. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Scanner. Ich habe noch ein bisschen Angst, hier rumzulaufen in dem Gebiet, weil ich nicht weiß, was hier genau auf mich wartet. Gegen was fahren eigentlich? Warte mal. Frisch. Na, dann passt es ja. Weil die laufen ja hier rum, glaube ich, ne? Noch sieht alles relativ friedlich aus. Gehen jetzt einfach mal langsam in die Richtung. Welche Richtung auch immer das sein soll. Wo habe ich denn mein... Ja. Hallo! Hier ist der Stuhl. Das ist, glaube ich, weiter drin. Hallo? Ja, okay, euch kenne ich schon, ne? Komm mal her. Komm her. Euch kenne ich aber schon. Das ist kein Ding. Das ist eine Assel. Die ist auch okay. Können wir eigentlich auch machen. Was war nochmal mit der Asse? Oh, guck mal. Hat ich gerade auf den Ding da reagiert? Oh, voll schön. Gegen was war die nochmal? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, wo ist denn... Der Morgenstern oder der... Wir können es ja mal mit dem versuchen. Au. Ich komme leider nicht an deine Füße. Au. Aber so geht's auch. Geht sogar sehr gut. Oh, nur eine zähe Schmiere. Kannst du mal das andere wieder in die Hand nehmen? Ich fühle mich hier nicht sicher, wenn... Aha. Habe ich wieder vergessen, wenn ich das nächste Mal komme, dass ich hier so ein Ding brauche. Aber gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Another one of these ladybird larva. Ja. Guck mal, die kann man doch pflanzen, oder? Grassamen. Hallo. Ich weiß, dass es hier Spinnen gibt und ich weiß, dass es hier irgendwo die schwarze Witwe gibt und ich habe Angst. Aber ich glaube, die ist in dem Loch drin, oder? Die läuft, glaube ich, nicht so rum. Ist das ein Mixer oder ist das ein Wobbel?
Die mich jetzt gerade stoppen. Das ist eine Wobbel. This could work for my science fair project. Ich meine, gegen die Spinne nehme ich es auf. Das ist jetzt nicht so. Darf ich noch mal gucken? Schade. Das ist ein Zweihänder. Also wie halt ein Schwert so ist, ne? Was sind aber viele Spinnen. Ich will doch eigentlich nur Rost. Komme ich hier vorbei, ohne dass... Nee, so schlimm ist es gar nicht. Hier unten übrigens, das weiß ich schon, ist das Labor, in das wir dann später rein müssen irgendwann. Hier unten. Hier. Da können wir erst rein, wenn wir das Scanner-Ding da... Ist das jetzt so dunkel? Hilfe? Dieses Scabby von ihm angetatscht haben. Hallo ihr. Such nur Ross. Ja, geht es jetzt? Warte mal, ich will es mal kurz testen. Schlüsselkäferbraten, ja. Wenn du zum Beispiel mit so einem scharfen Gegenstand zuhaust, hast du gleich ein... Okay, ich hatte jetzt ja schon viele Braten dabei. Aber dann bekommst du gleich einen Rüsselkäfer im Braten. Und nicht mehr... Rüsselkäfer-Rohfleisch. Ich glaube, ging das nicht mit noch... Hier ist eine Feuerdingsbums. Ich hatte eigentlich schon... Ich bin gar nicht ausgestattet, um so viel... Bleibst du jetzt da? Wollte gerade... Komm mal her. Nein! Oh, du... Glaubst du es? Hier ist eine Forschungsstation. No! Okay, wir fressen jetzt halt einfach. Auch wenn wir es nicht müssen. Warte. Ich hau gerade zu, ne? Moment. Mein Leben, ne? Ich habe immer genug Leben, aber ich habe nicht genug Ausdauer. Ich muss mal, wenn ich Milchzähne... Jetzt sind schon Milchzähne. Wenn ich Zähne habe, muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen drauf löffel. Ist an den Dingern hier Rost? Nee, ne? Wo warten gerade die anderen? Was ist die da hin? Da war noch eine. Kannst du gleich erforschen? Hatten wir das nicht schon mal erforscht? Ich dachte, wir hatten schon mal so eine Arbeiterameise. Feuerameisen, Helm, Schild. Oha. Motten-Wrap, Gewand, Legends. Ja, die Motte ist auch noch so eine Gegnerin. Bei mir ist sie jetzt weiblich. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Hier ist dieses komische Ding. Ich traue mich irgendwie nicht, den zu nutzen, weil dann habe ich wieder komische Dinge auf meiner... Map, aber... Gibt's das dann jetzt schon? Hey, warum?
Du fieses Stück. Er hat sie extra das liegen gelassen, was sie da im Maul gehabt hat. Dann jetzt wegrennen. Die sind so fies. Heckenschütze. Meiner. Da ist sie wieder. Das ist eine Spinne, oder? Ich habe im Video gesehen, dass da sich immer so eine Spinne runterlässt und dann hängt sie hier kurz und dann geht sie wieder runter. Boah, das erschreckt mich immer so sehr. Rost. Muss es anscheinend die ersten Mal finden, ne? Okay, dann nützt es mir noch nichts. Da kommen wir doch mit Sicherheit auch irgendwie hoch, oder? Ich will eigentlich Rost finden. Ich mach schon wieder tausend andere Sachen. Wir laufen jetzt halt mal hier runter. Hätte ja sein können. Ich weiß rein theoretisch, wo es welchen geben kann. Weil ich das schon mal gesehen hatte. Aber vielleicht gibt es den ja auch noch, wo es nicht so gefährlich ist. Luft anhalten. Ich habe dieses Myha-Dings da nicht hinten drin. Wenn mich eine Spinne angreift, ich muss das da... Ich meine, die wird mein kleinstes Problem sein, wenn ich hier oben bin. Mit den schwarzen Witwen und so. Wieso ist in so einer schönen Gegend eine Wolfenspinne? Willst du mich? Willst du mich? Habe ich Angst. Hier ist ein saures Dingsbums. Ich habe übrigens diesen Weihnachtsbaum hingestellt. Und da kam auch saure Klumpen raus. Den müssen wir noch forschen. Habe ich nicht ohne euch ihn gemacht. Diesen Klumpen erforschen. Sind jetzt halt nah an der Spinne dran, oder? Was war da unten für ein... Wir müssen uns gefasst machen, dass hier jeden Moment was Schlimmes kommen kann. Hallo. Da hinten gehe ich erstmal nicht hin. Oh, unter solchen Dingern ist doch immer... Da oben ist was drauf. Oh. Aha. Ist gar nicht so viel. Can I get extra credit for this? Was? Da oben kann man sterben, weiß ich. Ich suche aber. Da ist dann der Chevamatic. Wir müssten mal hier reinlaufen. Wir müssten mal hier rüberlaufen. Wie, da ist jetzt halt irgendwas drunter. Okay. Wann da dahinter rumlaufen? Du bist kein Rost, ne? Hänge ich hier fest? Ich hänge hier fest. Jetzt wird es aber wieder dunkel. Schaffe ich das, bevor es wieder zu dunkel wird? Hier sind Arbeiterameisen.
Habe ich die schon gescannt? Ich weiß gerade gar nicht. Das ist mir aber gerade auch nicht so wichtig. Ach Gott. Komme ich eigentlich hier? Hallo. Kann ich hier sowas scannen? Aber hier ist doch so ein Kasten. Hier muss doch irgendwo. Was ist das da hinten? Hier muss doch irgendwo Rost sein. Guck mal. Doch, hier ist mit Sicherheit Rost. Oh Gott, hier sind Sachen, die gefallen mir gar nicht. Und Sachen, die gefallen mir gar nicht. Das machen wir jetzt. Touch das einfach mal alles an. Ich hab nichts Böses vor. Ich will nur. Ist doch bestimmt irgendwo Rost. Oh Gott. Das liegt hier, okay. Ah, der da hinten ist wieder so ein Böser. Wo sind meine Flaschen? Hydration is the key to performance. Bitte nicht auf mich, bitte, bitte. Wie viel brauchte ich denn? 7, ne? Ich hab 10. Eigentlich reicht es schon. Ich glaube, das reicht mir. Ich weiß ja jetzt, wo es das gibt. Außerdem wird es jetzt im Dunkel. Ich wollte wegen dem Speer haben. Warte mal. Können wir schnell noch forschen? Da gehen wir dann mal wieder hin, wenn es hell wird. Jetzt heim erstmal. Dann machen wir uns den Speer. Hallo. Ich renne gleich, hier ist ein Mixer. Ich renne gleich wieder irgendwo rein. Ich will gerade kein Licht machen. Geh weg. Oh. Oh. Nashornkäfer. Oh. Häng auch noch. Oh. War ein Gehörnter. Ein gehörnter Nashorn. Ja, ich hab das schon. Ich hab ihn schon gehört. Oh mein Gott. Jetzt machen wir erstmal unser Ding aber. Unseren Speer. Wir machen ja nach und nach. Aber ich wollte den Speer jetzt unbedingt haben. Deswegen musste ich jetzt kurz Rost holen. Aber das Gebiet schauen wir uns auch noch sehr, sehr ausführlich an. Kann ich denn? Schwimmen einfach, ohne nach unten zu gucken. Der Koi sieht dich bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Schwimm einfach weiter. Und die Beleuchtung ist echt schön. Oh. Was ich mir letztens überlegt habe, ne? Jetzt noch mehr von diesen. Ach ja, das zeige ich gleich, was ich hier so gemacht habe. Mach ich gleich. Dass er jetzt sehr viel von diesen Wanddekos gibt und ausgestopfte Sachen und so weiter.
So ein Museum wäre irgendwie cool, weil warum solltest du dir so ein Zeug in die Basis stellen? Außer du magst halt so ein Riesenschloss, wo du irgendwie so ein. Aber wir können ja das Museum irgendwie in das Schloss integrieren. Und ich liebäugel irgendwie damit, hier oben auf den Steinen was zu machen. Vielleicht machen wir da unser Schloss hin. Und das dann irgendwie wie so eine Brücke oder so runtergeht. Ach, ich weiß es noch nicht. Hier, guck, habe ich ein bisschen Sachen hingestellt, die ich noch nicht kannte. Wir haben unseren neuen Keuschuppenstuhl. Bin ich jetzt nicht so schick, aber es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall. Hier, die wollte ich mal testen. Das sind solche Trennwände. Da habe ich ja momentan zwei Stück. Sehen schon schick aus. Hier haben wir so ein kleines Nachttischchen. So nenne ich jetzt. Ein Beistelltisch heißt es ein Ding. Kann man auch was lagern? Und hier haben wir eine Uhr. Die sogar funktioniert. Die funktioniert wirklich. Sehr cool. Und hier haben wir unseren kleinen Weihnachtsbaum. Da liegt wieder ein bisschen was. Da habe ich eben auch diese Brocken her. Und das da konnte ich noch nicht fertigstellen, weil mir sauer ein Klumpen gefehlt hat. Das können wir aber jetzt halt machen. Die Schleife aus Kaugummi sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das da ist wirklich nur Deko. Und wie gesagt, unter dem Baum liegen halt immer so ein paar Sachen. Ich räume aber mich kurz mal aus in die Kisten und so. Upala. Weil sonst kann ich. Ich glaube. Ja, hier hatte ich das auch noch nicht. Warte mal, wollen wir das auch da oben mit reinlegen? Obwohl, da haben wir keinen Platz. Wir legen das mal kurz so da hinten hin. Oh, da war. Die hatten wir ja auch noch. Ich habe das auch beschriftet. Allerdings kenne ich mich und ich werde das nicht lesen. Sondern werde trotzdem suchen. Beziehungsweise jetzt haben wir schon das ein Problem, dass ich nicht weiß, wo ich Samen hinmache. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier rein. Das mache ich auch mal hier rein. Das ist jetzt alles das, wo ich noch nicht weiß, wo ich das hin tue. Das mache ich hier rein. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel zu futtern dabei habe. Ich glaube einfach nur aus Panik, keine Ahnung. Das kann ich mitnehmen für den Ameisen. Für den Ameisen. Für den. Ach, Quatsch. Für den anderen, weißt du schon. Ich hatte mal diese Rüstung dabei, weil ich mir nicht sicher bin, was für die Termiten so cool ist. Hier, rostiger Speer. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich nur gucken. War ja Salz, ne? So wie ich das. Stechen ist salzig. Wir brauchen erstmal Spreudens Lifestyle. Warte. Brüder Lifestyle. Wir müssen mal wieder Larven machen. So, ach, da brauche ich. Ach nee, Quatsch, mächtigen Klumpen war ja. Und für den ganzen anderen Quatsch. So, warte mal. Das hier, salzig. Muss noch mal gucken. War ja salzig, ne? Ich gucke noch tausendmal. Stechen, salzig. Dadadadam. Salzig. Brauche ich noch einen Batzen. Okay. Wie viel haben wir denn noch? Wir müssen dann mal wieder Salz holen. Wir hatten echt viel Salz. Weiß nicht, ob der nachspawnt, aber nachspawnt in den Höhlen im Sandkasten. Aber wenn, dann könnten wir da noch mal vorbeigucken irgendwann. Oder ich gucke mal so vorbei im Off oder so. Mal gucken.
Müssen wir warten, bis der fertig ist, aber es dauert nicht mehr und gar so lange. Derweil können wir hochgehen zum Weihnachtsbäumchen. Was ist das? Maiszucker im Brocken. Saurer Klumpen. Na, guck mal, hier kam mir das Salz raus. Es sieht eigentlich echt voll schön aus, ne? Also, mit dem, was man hier machen kann. Mit dem, was man hier machen kann, sieht es eigentlich okayisch aus. Nehme ich die andere Rüstung mit? Kann ich denn schon irgendwas anders machen? Warte mal, das haben wir ja jetzt. Und das da haben wir halt noch nicht, aber das dauert auch noch ein bisschen, weil wir das da erst noch farmen müssen. Das da müssen wir farmen. Da brauche ich noch mehr Teile. Wann das ist die Rüstung dann? Und Korrosion. Fernschnitt. Da brauche ich auch diese Fusselseile. Okay. Alles klar. Ich müsste aber mein Schild reparieren. Den lohnt noch nicht reinzuziehen, weil mach bald fertig. Wenn ich den nämlich aufwerte, dann ist er eh nicht mehr salzig. Brauche ich jetzt halt noch 6 Stück. Das wären noch 5. Einer geht noch und dann kann ich auch nicht mehr. Okay. Dann machen wir das so. Dann können wir wieder Pilzziegel. Ich habe schon ein bisschen Pilzziegel vorbereitet. Und mache immer zwischendurch dann hier. Ich mache immer erst das da leer mit den braunen Pilzen. Und weil die eigentlich besser sind, mache ich eigentlich immer nur rote Pilze. Ich will die aber jetzt halt weghaben da hier. Deswegen mache ich jetzt erstmal die. Kommt zwar nicht so viel raus, aber hey. So. Das dauert halt jetzt noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Reparaturkleber habe ich noch, aber den brauche ich eigentlich jetzt momentan noch nicht wirklich. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Ich hänge die Rüstung jetzt halt irgendwo draußen hin. Ich werde es bereuen. Wahrscheinlich. Die hat halt Verteidigung halb. Die hat halt. Oder bin ich mit der unterwegs? Ich weiß es nicht. Soll ich die da anziehen? Safety first. Und probieren wir es mit der Rüstung? Weiß nicht. Bin noch so unentschlossen. Oder ich nehme die einfach wirklich mit. Also im Brutzelschutz wäre halt gegen die anderen cool, gegen die. Glaube ich, nehme die mit. Nehme die mit, falls ich sie brauche und gehe mit der da, wie ich es hatte.
Ich fühle mich in der Richtung immer noch ein bisschen mehr sicher. Aber was ist das da eigentlich an der Seite für ein Ding? Hält es einfach Steine? Und das Seil hier. Ich weiß leider nicht mehr die Zeit, wann ich das hingestellt hatte. Und ich weiß auch nicht die Zeit, wenn hier was drunter ist. Leider. Aber ich muss sagen, der Kranz sieht schon cool aus. Die Biene hält den Bobbes zum Fenster raus. Es sieht schon schick aus. Mit dem, was man hier machen kann in dem Spiel. So. Jetzt haben wir. Perfekt. Dann. Beziehungsweise mach das mal kurz weg, leg das mal hier rein. Ja, mach den mal dahin. Kannst du den da reparieren? Wir legen die jetzt auch einfach hier rein. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich glaube, ich müsste alles soweit haben, ne? Ist, glaube ich, okay. Dann gehen wir eigentlich jetzt runter und versuchen, also gehen in den Termitenbau und versuchen, den König zu machen. Mal gucken, wie das klappt. Aber ich überlege gerade, jetzt haben wir eine halbe Stunde. Ich weiß, dass die letzten Videos länger waren. Ich weiß nur nicht, ob ich. Ich weiß nicht, wie lange das denn dauert. Weil ja immer was in dazwischen kommt. Dann würde ich fast sagen, lassen wir das bei der halben Stunde. Und guck mal, hier drüben waren wir. Dann lassen wir das bei der halben Stunde. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann mit dem Termitenbau. Wir gehen rein, clearen alles, machen den König, holen den Chip. So der Plan. Und wenn was dazwischen kommt, sind wir nicht so unter Zeitdruck. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So sind hier vorne Mücken und da hinten Mücken. Das sind hier an zwei Stellen Mücken. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Okay. Nun gut, dann laufe ich runter und hole euch dann hinten ab in der nächsten Folge. Und dann geht es eben mit den Termitenhügeln weiter. Ich freue mich. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Ciao.